Jetzt ist es für uns Philipp-Fans, für Katie, Micha und mich natürlich was ganz, ganz Besonderes, dass wir eine ganz tolle, multitalentierte, gut aussehende Lady unter uns haben, die uns eigentlich gar nicht so richtig braucht, weil sie hat nämlich einen, wisst ihr, so funktioniert es normalerweise. wir haben Nora gebeten, uns ein kleines Stück mitzubringen, zwar von ihrem Solo-Projekt, das heißt One Violin Orchestra. Und das heißt so, weil sie braucht eigentlich keine anderen Musiker, um wirklich einen Saal zum Klingen zu bringen. Und das macht sie mit einem Gerät, also abgesehen davon, dass sie zahlreiche Instrumente spielt und bald auf Flöte. hat sie ein Gerät hier vor sich, das nennt man Loopstation. Kennt ihr das? Ja. Eine Loopstation ist ein Gerät, was ganz viele Tasten hat. Und wenn man diese Tasten drückt und was reinspielt, nimmt das Gerät es auf. Und wenn man nochmal drauf drückt, kann es das dann einfach so oft, wie sie es will, ich sag, wie sie es will, auch so zu Hause so, wie sie es will, dann einfach wiederholen. Und davon hat sie mehrere Tasten und dann kann sie einfach Schritt für Schritt einfach mehrere verschiedene Instrumente spielen. Und am Ende entsteht ein Stück, was jetzt heute live entsteht und was nur sie kreiert hat. Ladies and Gentlemen, Nora Kudrabitzky, aka One Violin Orchestra. Thank you.
am 24.09. ins Kesselhaus kommen, da spiele ich ein großes Konzert. Ich habe gehört, nächste Woche kommt Toni Krall zu euch, der Sänger von City und liest hier. Der war letztes Jahr mein Special Guest im Kesselhaus, dieses Jahr habe ich den Song wieder bei Toni nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ja. Und Nora, ich habe gesehen, du hast CDs dabei, oder? Und unterschreibst die total gerne. Aber sie umarmt dich und küsst auch nicht dabei. Unterschreibt doch. Ich küsse aber dann gerne dich. Aber bis ich an der Bahn bin... Das ist ein Zielauto. Das war mein letztes Wort am Bahn.